Meine Lieben, das ist die deutsche Übersetzung dieses schönen Projekts auf Italienisch. Ich werde alles schrittweise erklären, jedes Detail für jede Größe, und es wird so schnell und einfach sein für Anfänger auch natürlich. Das Muster ist einfach. Du kannst jede Art von Baumwolle benutzen, die dir gefällt. Und jede Nadelstärke, natürlich. Es ist möglich, auch die Ärmel zu schaffen. Hier unten diesem Video gibt es das Link des Videos für die Ärmel zu häkeln. Bitte lasse mir dein Like. Das ist so wichtig für meinen Kanal, und du kannst auch meinen Kanal abonnieren, denn ich möchte viele andere Videos auf Deutsch machen. Also, vielen Dank im Moment, und jetzt beginnen wir. Für diesen Projekt benutze ich 250 Gramm von dieser Wolle Lisa Premium Uni aus Gründel. Ich werde eine Nadelstärke 6,5 mm benutzen. Ich werde euch aber auch über andere Nadelstärke informieren. Also hier ist mein Muster für meine Größe 40 Medium mit alle Masse in Zentimeter. Also die Breite ist 47 Zentimeter. Ich soll 21 Reihen häkeln für 28 cm und dann mache ich die beiden Ärmelausschnitte für 5 cm, dann noch 18 cm und dann das Dekolleté für 21 cm. Also, ich habe meine Luftmaschen gehäkelt mit 6,5 mm und jetzt eine Luftmasche mehr und in die zweite eine feste Masche. Und jetzt gehe weiter mit einer festen Masche in jede Masche. Bis zum Ende dieser Reihe. Ich muss insgesamt 4 Reihen häkeln mit festen Maschen. Das ist die vierte. Ich beginne mit einer Luftmasche. Als Ersatz der ersten festen Masche. So, in die zweite Masche, die andere feste Masche. Nicht in die erste. Und jetzt eine feste Masche in jede Masche. Am Ende dieser Reihe, in die letzte Luftmasche, muss ich eine feste Masche häkeln.
vierte Reihe ist fertig. Jetzt zwei Luftmasche umdrehen. Und jetzt muss ich ein Stäbchen in jede Masche häkeln. Aber nur am Beginn und am Ende soll ich zwei Stäbchen abgemascht zusammen machen. Also, die ersten zwei Luftmaschen sind ein Stäbchen, jetzt in die nächste Masche ein Stäbchen, aber nicht geschlossen. Noch einmal einen Umschlag und in die nächste noch einmal mein Stäbchen, aber nicht geschlossen und jetzt zusammen abgemascht. Nur am Beginn mache ich das und am Ende. Und jetzt normalerweise ein Stäbchen in jede Masche bis zum Ende dieser Reihe. Nur am Ende in die letzten drei Maschen muss ich wiederholen, was ich am Beginn gemacht habe. Und jetzt eine Abnahme auch am Ende dieser Reihe. Ich muss zwei Stäbchen abmaschen in die drittletzte und vorletzte Masche. 1, 2 und jetzt zusammen abgemascht. Und jetzt ein Stäbchen in die letzte Masche. Für die nächste Reihe noch einmal ein Stäbchen in jede Masche, aber jedes Stäbchen häkel ich in den hinteren Faden jeder Masche. Ich stecke die Nadel nicht in beiden Maschen wie gewöhnlich, sondern gehe ich in die hintere Masche hier oben und dort mache ich mein Stäbchen. Und das muss ich in jede Masche machen. Nur in die hintere Masche. Ich bin am Ende dieser Reihe. Die letzte Stäbchen immer in die hintere Masche natürlich. Und jetzt bin ich fertig für die nächste Reihe. Aber für die nächste Reihe soll ich genau das Gegenteil machen. Das heißt, ein Stäbchen in jede Masche, aber mit meiner Nadel gehe ich in die vordere Masche nur. Das heißt, eine Reihe in die hintere und dann die nächste Reihe in die vordere. Zwei Luftmaschen und drehe. Und jetzt zeige ich euch mein Stäbchen in die vordere Masche nur. Ich gehe mit meiner Nadel in die vordere Masche nur und hier oben mein Stäbchen. Und das mache ich natürlich in jede Masche bis zum Ende dieser Reihe. Und das ist alles im Moment. Ich muss weitergehen mit einer Reihe in die hintere Masche und dann die nächste Reihe in die vordere Masche. Und natürlich ganze Stäbchen. Also ich habe 21 Reihen für 28 Zentimeter gearbeitet.
Jetzt von Reihe 22 muss ich die Ärmelausschnitte machen. Ich beginne mit 9 Kettenmaschen, um die ersten 8 Maschen zu überspringen. Und das ist mein erster Ärmelausschnitt. Ich gehe weiter bis 9 mit meiner Kettenmaschen. Ich muss zählen, Moment. Ich habe, glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, jetzt die letzte, 9. Und von hier kann ich normalerweise wieder arbeiten, 2 Luftmaschen und jetzt meine ganze Stäbchen in jede Masche. Wie üblich, wie ich schon gemacht habe. Wenn ich die andere Seite erreiche, muss ich die letzte 8 Maschen überzuspringen. Wenn ich das Ende erreiche, muss ich die letzten 8 Maschen überspringen. Für andere Nadelstärken natürlich, sie müssen so viele Maschen überspringen für die Zentimeter, sie brauchen. So, für die letzte Reihe natürlich muss ich nur in der Mitte arbeiten und ich habe andere 10 Reihen für 6 cm gehäkelt. Jetzt der Hals. Ich muss nur die erste 9 Maschen arbeiten und dann an die andere Seite die letzten 9 Maschen, also 2 Luftmaschen anzufangen und dann andere 8 Stäbchen. Zwei, drei und so weiter bis 9. Okay. Also, ich habe nur 9 Stäbchen gearbeitet und jetzt eine neue Reihe drehe ich und arbeite ich eine neue Reihe mit nur 9 Stäbchen. Und an die andere Seite muss ich dasselbe machen. Und das ist die zweite Reihe. Ich bin schon fertig. Ich muss jetzt abschneiden. Ich muss natürlich dasselbe an die andere Seite auch machen. Auch hier habe ich nur 9 Stäbchen gearbeitet.
mit zwei Reihen und ich bin fertig mit meiner Vorderseite. Jetzt muss ich die Rückseite machen. Sie ist gleich wie die Vorderseite natürlich, aber ohne Hals. Ich brauche das Dekolleté nicht zu ecken. Wenn beide Stücke schon genäht sind, soll ich jetzt den Boden arbeiten. Mit einem neuen Faden beginne ich die Umrandung. Also diese letzte Umrandung ist wirklich sehr einfach. Drei Luftmaschen. Überspringe ich eine Masche und in die nächste eine feste Masche. Und jetzt wiederhole ich drei Luftmasche, überspringe eine und in die nächste eine feste Masche. Und so weiter herum. Wirklich so einfach. Und das ist alles für meine Weste. Meine Weste ist schon fertig.